Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Avon Colony in unserer kleinen Kolonie auf unserem Startplaneten. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, wir haben jetzt die Aufgabe, das Erdgeschichtszentrum zu bauen. Und das wollen wir natürlich mal angehen. Bin mal gespannt, das erfordert 72 Energie, das ist ordentlich. 380 Naniten, das ist sehr viel normalerweise. Und es ist riesengroß. Es braucht eine Menge Platz. Und unsere Kolonie ist ja schon beachtlich gewachsen. Gucken, dass wir die hier irgendwie noch irgendwie dazwischen quetschen. Geht nicht anders. Müssen wir mal so machen. Und es braucht lange zum Bauen. Bin mal gespannt, wie lange es denn im Endeffekt wirklich dauert. Keine aktiven Baudrohnen, okay. Das heißt, wir brauchen nochmal Drohnen. Da sollen wir auch bekommen. Nur kein Thema. Ja, komm. Da kann man auch nicht bauen. In Ordnung, machen wir es so. Bin mal gespannt. Bau ausstehend. Okay, machen wir mal Priorität hoch. Mach mal. 375 Einwohner haben wir mittlerweile. Das ist schon... oh ja. Nicht gerade wenig. Ein Riesenteil wird das. Oh, sieht ja auch geil aus, oder? Hier mit den Kristallen. Das hat ja auch was, ne? Ganz ehrlich, das sieht so krass aus. Das ist der Burner. Wir sind gerade mal bei 3%, ey. Das kann noch eine ganze Weile dauern, liebe Freunde. Gut, in der Zeit können wir noch ein bisschen was machen. Hier nochmal eine Verbindung schaffen zum Beispiel. Und was haben wir denn für Probleme? Ja, Lagerkapazität. Tatsächlich Lagerkapazitäten. Das ist Wahnsinn. Da müssen wir nochmal nachlegen. Gehen wir hier oben mal hin. Vielleicht hier noch was basteln können. Mal gucken. Handelszentrum haben wir. Expeditionszentrum. Mühle. Chemieanlage. Nochmal eine große Lagerhalle. Ja, komm. Ballern wir dahin. Dann gucken wir mal, was wir den Leuten sonst noch Gutes tun können. Einzelhandelskaufzentrum wäre ja auch eine Überlegung, ne? Viele Leutchen hier. Sollen sie haben? Krankenhaus. Ach, hier haben wir schon, okay. Dann können wir dich mal wieder recyceln. Das ist ja Blödsinn. Brauchen ja nicht zwei Stück nebeneinander. Aber hier hinten wäre es noch ganz anständig, wenn wir da was machen können. Aber das sieht hier alles so nicht danach aus. Also da sagt andauernd blockiert. Finde ich schade. Hier ist sogar noch eine Frachtkapsel. Die können wir nicht holen gerade. Dann müssen wir nochmal was hinsetzen. Na. Dann kommen wir noch nicht mal in Reichweite, oder? Ernsthaft jetzt? Kommen wir noch nicht mal in Reichweite. Naja, so würde es wohl gehen. Setzen wir es mal dahin. Wie sieht es denn hier aus? Können wir hier weiter hochbauen? Nein, können wir nicht. Warum nicht? Das ist doof. Hätte ich aber gerne. Nein. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es mal ganz geschickt. Zumindest tun wir so, als ob es geschickt wäre. Bauen wir hier noch eine Lagerhalle hin. Wie sieht es denn hier aus, meine Jungs? Soweit alle zufrieden und happy, ja? Okay, genug. 96er Goji ist immer irgendwie so ein bisschen problematisch, finde ich. Auf Lager zu haben. Aber, na, mein Gott. Gehen wir mal Vollgas. Vielleicht schaffen wir das ja in dieser Folge. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauert. 16%, das ist böse. Energie. Oh, wir haben Energiemangel.
Schau an, wir haben Energiemangel. Das ist ja mal interessant. Aber kurz ein bisschen langsamer. Dann müssen wir nochmal nachlegen. Energie. Lass mal gucken. Wie sieht es denn hier aus? Der ist voll ausgebaut. Der hier dürfte... Was ist denn? Sodium, der ist auch ausgebaut. Geothermal ist auch voll ausgebaut. Und der ist auch voll ausgebaut. Also entweder bauen wir noch einen Sodium-Generator. Stufe 2. Aber das ist tricky. Obwohl, hier hinten würde es gehen. Und gleich nochmal Luft dazu. Brauchen wir. Und es wäre hervorragend, würden wir hier an die Mine noch rankommen. Bist du das? Baudrohnenknotenpunkt. Okay, gehen wir dich mal ganz kurz auf hoch. Wenn wir dich mal bekommen. Weil sonst bricht unsere Produktion bald ein im Winter. Wenn wir das nicht gleich dementsprechend hochbekommen. Die Energie wieder. Aber das hier sieht ganz gut aus. Glaube ich. 23.000 auf Lager, das ist sehr, sehr gut. Bisschen Wassermangel, da meckert er wieder ein bisschen rum, aber das sollte nicht das Problem sein. Ja, komm. Gibt Zunder. 66%. Und dann sollten wir auch wieder genug Energie haben. Hoffe ich doch zumindest. Ah, und sofort sehr gut besetzt. Wahnsinn. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Warum macht ihr hier nicht? Weil ihr da dran seid. Machen das mal auf Mittel und machen das mal auf Hoch. Baut erstmal den. Damit wir an das letzte Zeug da noch rankommen. Neue Mission. Zeno. Gibt 600 Brokkoli. Na komm, nehmen wir. Nehmen wir. So, Priorität hoch. Na, mal gucken. Ja, wunderbar. Können wir nehmen. Habe ich mir vorgestellt. Na, das habe ich mir anders vorgestellt. Und wieder mal ein Splittersturm im Anmarsch. Wie sieht es denn hier eigentlich aus, verteidigungstechnisch? Da sind wir gut abgedeckt. Hier vorne ist ein bisschen schwach. Hier hinten ist ein bisschen schwach. Da könnten wir mal nochmal was hinsetzen. Und wenn wir gerade dabei sind, gucken wir mal, wie es denn hier aussieht mit den Blitzableitern. Hier hinten ist noch gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Da geht nichts, da geht nichts. Da hinten ist doof, da will er nicht. Hm, das ist wieder so eine Sache hier wieder, ne? Tut mir leid, das Feld muss weichen. Das ist aber auch ein riesen Klopper. Ein Wahnsinnsteil. Na komm, dann machen wir, damit du dann auch da drinne bist, im Schutz. Ja, volle Pulle. Schauen wir uns das mal an. Neue Mission, schon wieder. 500. Ich glaube, das sollte das kleinste Problem sein. Da ist das Teil. Mal ganz kurz. Yes! Das ist ein riesen Ding. Okay. Halleluja. Funktionstüchtig, okay.
Aber was soll uns denn da bitteschön passieren, frage ich mich. Also ich meine, was soll da passieren? Wird das angegriffen oder was? Ganz merkwürdige Nummer. Kriegst du direkt mal eine Verbindung. Und bauen wir noch mal eine Mine hier gleich mit dazu. So wie Frischluft gibt es auch. Und Verteidigung kommt hier auch noch mit hin. Man weiß ja nie, was so passiert, ne? Wenn wir gerade dabei sind, können wir hier auch gleich noch ein großes Gebäude hinballern. Und richtig hart aufrüsten. Gibt es hier nämlich noch einen schönen Park. Wie sieht es hier aus mit der Verbrecher? Ja, sieht soweit ganz okay aus. Hier hinten könnten wir mal was machen. Gehen wir nicht dazwischen? Ja, wunderbar. Haben wir gleich noch Polizeieinsatz hier und dann ist alles super. Ich hoffe, dass die Energie reicht. Ja, wird schon wieder ein bisschen eng werden, ne? Mal gucken, wie die ausgelastet ist. 90%, das ist schon, müssen wir vielleicht gleich nochmal einen ransetzen. Machen wir auch. Und gleich, damit hier gar nichts passiert, damit die Luft nicht irgendwie schlechter wird, machen wir da gleich mal was hin. So, ich hätte hier ganz gerne allerdings noch eine Verstärkerausgabe, brauchen wir hier nicht. Aber ein Bar and Grill wäre nicht schlecht. Für die Freizeitaktivitäten. Das können wir gerade nicht holen. VR-Zentrum wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Na ja, spannend. Ne? Nicht mehr lange. Hier ist blockiert. Hier geht es nicht weiter. Keine aktiven Baudrohnen. Mann, haben die eine blöde Reichweite, ganz ehrlich. Die Reichweite ist ja echt ein Witz, ne? Ja, okay, verstehe. Ich hätte hier ganz gerne aber auch nochmal nur für die Sicherheit Schrubberdrohnen. Und dann kommen wir hier nochmal mit der den Baudrohnen, dass wir hier hinten das Feld auch noch anschließen können. Und eventuell das hier dann mal aufheben können. Aber alles zu seiner Zeit. Machen wir mal das Ganze aus. Wow, da hat es aber gerade eingeschlagen. Mächtig. Sieht schon krass aus, oder? Hat was, ne? So. Na los, komm. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen energiespeichermäßig was basteln. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Komm, kriegst du hier noch? Da ist blockiert gerade. Da geht was. Da geht auch was. Hier geht auch noch was. So. Nur jetzt nur eine Frage der Zeit. Ich hätte es natürlich am liebsten in der Mitte der Kolonie gebaut, aber da ist ja nun mal alles voll. Ist ein bisschen doof.
Aber geht halt nicht anders. So, wir haben genug Strom. Im Moment zumindest. Apropos. Ah, hier sind sie noch nicht fertig. Auch erst bei 54%. Ob man sich hier vielleicht dahin auch noch ausweiten kann. Braucht wirklich lange. Aber wir geben mal ein bisschen Gas, würde ich sagen, ne? Volle Pulle. Dann müssen wir vielleicht noch erleben, was passiert, wenn das jetzt einen so lang steht. Okay. Well done, Governor. The Vanar colony is now stable and should serve as a solid foothold for our expansion. We'll be placing a junior governor from our training program in charge of this colony as you move on to greater things. Your next mission will take you to a desert area known as Sandy Gulch, where we'll need you to construct a new mining colony. Oh, okay. Wir haben gewonnen. Unsere nächste Mission wird Sandy Gulch sein. Interessant. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Das kam jetzt etwas überraschend. Ich dachte, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Mal kurz gucken. Okay. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen und bin gespannt, was uns dann bei in Sandy Gulch erwartet. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, ciao. Und hinterlasst ein Däumchen, wenn es gefallen hat. Nicht vergessen.